Yo Leute, was geht? Chris am Start und heute mit einem weiteren Video. Und zwar werde ich euch heute mal zwei Tipps verraten, wie ihr mit der VR-Brille mehr aus eurer VR-Brille rausholen könnt. Es geht um dieses hübsche Gerät hier. Und ja, da habe ich jetzt erstmal zwei Tipps für euch. Und zwar laber ich nicht lange drum rum. Ich würde sagen, wir fangen sofort an und zwar mit Tipp Nummer 1. So, bei meinem ersten Tipp geht es erstmal darum, dass es schon mal vorkommt, also mir ist es jetzt schon öfters passiert, dass wenn ich die Brille aufgesetzt habe, dass mir kurze Zeit später, so nach ein paar Sekunden, die Linsen von innen beschlagen sind. Und das ist extrem scheiße, weil da muss man das ganze Ding wieder absetzen, sauber machen und dann wieder aufsetzen und dann passiert wahrscheinlich dasselbe nochmal. Und dafür gibt es einen super geilen, einfachen Trick. Und zwar geht ihr einfach hin, wenn ihr zocken wollt, ungefähr so eine halbe Stunde vorher, macht ihr die Brille an und lasst sie einfach liegen, dass sie auf Betriebstemperatur kommt, weil dieses Beschlagen kommt ja dadurch, dass halt Wärme und Kälte aufeinandertreffen und euer Körper ist ja warm und die Brille, wenn sie nicht läuft, ist ja kalt und wenn das halt aufeinander trifft, dann beschlägt natürlich dann halt das Glas von der Linse und deswegen stellt einfach die Brille so eine halbe Stunde, 20 Minuten vorher schon mal an, lasst sie ein bisschen warm werden und dann habt ihr damit auch keine Probleme mehr. So, finde ich, ist super hilfreich und funktioniert und ist eigentlich sehr leicht zu umgehen, diesen Mist, sage ich jetzt mal. Und ja, kommen wir zu Tipp Nummer 2. So, Tipp Nummer 2 befasst sich jetzt mal mit der Schärfe der Brille. Die Brille ist ja von vornherein schon eingestellt, aber ihr könnt sie individuell noch für euch persönlich einstellen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, dafür geht ihr in eurem PlayStation-Menü auf Einstellungen. So, wenn ihr auf Einstellungen seid, geht ihr runter bis auf Geräte. So, auf den Geräten geht ihr natürlich auf eure PlayStation VR-Brille. Und dann geht ihr runter auf den Augenabstand messen. So, wenn ihr drauf seid, seht ihr schon bei mir aktuelle Einstellungen 63 mm, 2,5 Zoll. Das ist jetzt die Voreinstellung, die ich halt von Werk aus bei der Brille eingestellt habe. Und ja, wir klicken jetzt auf Weiter. Und jetzt seht ihr schon, mit der PlayStation-Kamera machst du eine Aufnahme von deinem Gesicht. Stelle dich nah vor die Kamera und wähle dann OK. So, 70 cm, bei mir kommt das jetzt ungefähr hin, 70 cm. Deswegen drücken wir jetzt mal OK. So, positioniere dich so, dass dein Gesicht in beide Rahmen passt. Gut, dann werde ich mal die Brille bzw. die Kamera ein bisschen einstellen. So, Gesicht ist drin. Ich gucke in die Kamera und drücke dann auf Foto aufnehmen. So, jetzt machen wir bestätigen. So, und jetzt müsst ihr die Mitte der eurer Pupille müsst ihr jetzt einstellen. So, wir fangen jetzt erstmal mit der linken Seite an. So. Ja. So. Okay. Jetzt seht ihr schon, Augenabstand hat sich auf 66 mm, also 2,6 Zoll, verändert. Und das hat jetzt alles schon bewirkt, dass das Bild jetzt für euch viel schärfer aussehen soll. Wir werden es jetzt mal testen. Ich werde jetzt mal eben die Brille aufsetzen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze denn auch wirklich hingehauen hat. Also, ob das wirklich so viel ausmacht. Oh ja. Oh ja, also man kann auf jeden Fall eine deutliche Veränderung sehen. Also, es sieht sehr viel schärfer aus, die ganzen Schriften vor allen Dingen. Wenn ich jetzt meinen Controller hätte, könnte ich auch mal hier ein bisschen hin und her switchen. Ja, also, ich muss sagen, am Anfang war es so, wie soll ich das jetzt erklären, dass die Ränder, also praktisch hier, was hier oben am Rand ist, an beiden Seiten, dass diese nicht so scharf waren, beziehungsweise ein bisschen verschwommen gewirkt haben. Das ist jetzt weg. Jetzt sehe ich wirklich den kompletten Bildschirm schön klar. Und mit so einer einfachen Einstellung kann man halt so ein Ergebnis erzielen. Finde ich eine mega Sache. Und solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Denn es ist echt ein Unterschied. Und ist ja wirklich leicht zu handhaben. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, schaut mal auf Facebook vorbei. Ich habe meine Facebook-Seite reaktiviert
und werde auch da jetzt meine Videos posten. Dort werden unter anderem auch Videos kommen, die auf YouTube vielleicht nicht erscheinen. Als Beispiel einfach mal GTA-Videos oder so, die vielleicht bei YouTube nicht so gerne gesehen sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut da rein. Ciao. We'll be right back.